Hello, everybody. We are doing a reading here today, colleagues from different political groups in the European Parliament, of poems of the Palestinian poet Ashraf Fayyad. Ashraf Fayyad has been sentenced to death in Saudi Arabia, where he has lived as a refugee, because he had been accused of promoting atheism, which is a lie in itself. In reality, he has been prosecuted by the authorities for criticizing their authoritarian regime. Worldwide today, people are reading poems of Ashraf Fayyad to support the fight against the death penalty that we don't know when the Saudi authorities want to put on him. I will read a poem in German, and there will be other colleagues of the European Parliament who will read in other languages. And the poem that I will read of Ashraf Fayyad has the title in German, An einem kalten und trockenen Ort. An einem kalten und trockenen Ort. Alles wird bleiben, wie es ist. Die ständigen Zahnschmerzen, die Enttäuschung, die mir wie eine spitze Gräte im Hals steckt. Das Cello, das so wunderschön an deinem linken Schenkel lehnte. Aber auch die Naturkatastrophen, auch sie, weil die Erde müde ist. Genauso wie wir, chronisch müde. Ein großes Stück zur Hälfte ins Wasser getauchte Kohle ist sie und Zigarettenasche von der Sanftheit der Blütenblätter. Übelkeit wird mich anfallen beim fortgesetzten Betrachten der allmählich ihre Form einbüßenden Zigarette. Und so werde ich tun, als sei die Zeit der Freude noch nicht gekommen. Während ich mich des Geschmacks der Erdbeeren erinnere, der engsten Verwandten deiner geliebten Brustwarzen, des deinen Mann völlig befriedigenden Geschmacks der Samen nun, voller Angst vor der Aufgabe, zum Baum auszuschlagen, so wie ich voller Angst vom Erwachen bin, vor der Begegnung mit dem neuen Tag. Pflanzen ganz ohne Nervensystem können sich glücklich schätzen. Bestehe darauf, deinen Traum zu suchen, so wie ich meine Realität suchen werde. Denn auf die Realität allein ist kein Verlass. Mein Denken verabschiedet sich, es verschwindet wie Rauch in einem gut belüfteten Raum, wenn die Kälte mit gewaltigem Mut zum Fenster hereinklettert, wenn das Bedürfnis nach Luft größer sein wird als das nach Wärme. Dann endlich werden wir normal sein. Menschen, lass die Kälte herein, dreh die Mondscheibe herab, schieb das Meer beiseite, schalt die Sterne aus. Kapp auf der Straße die Stromleitungen, nimm deine Finger weg, ich will dein Gesicht sehen. Unser Blick auf die Dinge mag unterschiedlich sein, aber wir fast die gleichen Augen haben, obwohl wir fast die gleichen Augen haben. Aber beide sehen wir den gewaltigen Dreck auf dem Antlitz des Planeten. Und jenseits unserer Geschichte, voller dramatischer Szenen, haben wir verschiedene Gehirne. Wir hatten beide recht. Der Tag, der uns die Dinge in ihrer Sichtbarkeit zeigt, wenn auch nur vorübergehend, ist die Lüge. Die Wahrheit ist die Nacht. Undurchdringliche Objekte sind wir, unterwegs auf einer undurchdringlichen, im Raum hängenden Masse, der Kugel. Die Umrisse des Mondes sind ungenau und verwischt, wie eine Brausetablette, die in einem halbvollen Glas Wasser schwimmt.
Trink deinen abendlichen Kaffee mit der Leidenschaft, die du früher zurückhieltest, um Rost anzusetzen. Ich werde die alten Dokumente zerreißen und aus dem Fenster werfen. Ich werde den Aschenbecher zum sechsten Mal leeren und das immer gleiche Lied auflegen, wenn ich die Flüche der Bauarbeiter vom Nachbarhaus höre. Es war dem Menschen möglich, in seinem Urzustand zu verharren und sich regelmäßig zu paaren. Aber sein anhaltendes Bedürfnis zur Herdenbildung zwang ihn, die Geldscheine leichter zu machen als die Lecksteine und ungenießbar. Ich kann dich nicht vermissen. Ich muss auf meine geistige Gesundheit achten. Ich muss Ruhe halten, damit ich die nächtlichen Insekten höre, das Bellen ferner Hunde, die Autos, die auf der nahen Straße herumfahren, hin und her, einfach nur zum Spaß. Wir können das Morgen nicht sehen. Zeit ist das Einzige, was unsere Sinne nicht erfassen können. Darum verfallen wir schnell ins Präteritum. Dagegen können wir nichts tun. Kälte beherrscht den Morgen. Rauch steigt in Ringen auf wie aus einem zum Gähnen aufgerissenen Mund. Meine Beziehung zur Zeit ist immer noch gespannt. Und ich muss ein wenig schlafen. Das war ein Gedicht, that was a poem titled An einem kalten und trockenen Ort of the Palestinian poet Ashraf Fayyad, who has been sentenced to death in Saudi Arabia purportedly for promoting atheism, which is a lie. He denies that. In reality, he has been sentenced to death for criticizing the authoritarian Saudi authorities. Today, worldwide, people are reading from poems of Ashraf Fayyad to support his case. And colleagues from the European Parliament from different groups have agreed to read from his writings in different languages. This was the first poem. Somebody else will take over. Thank you all for listening.